Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich die neue Version von Dr. Phone von Wondershare vor. Dr. Phone hat zahlreiche Funktionen für das iPhone, iPad, iPod oder euer Android-Gerät, die ich euch nach dem Intro kurz vorstellen werde. Möchte man nicht iTunes und die Fotos-App benutzen, kann man die Übertragungsfunktion von Dr. Phone benutzen. Ihr könnt Kontakte, SMS, Fotos, Musik, Videos, App-Daten und weitere Dateien auf euer iPhone übertragen und Daten vom iPhone auf dem Mac speichern. Unterstützt werden fast alle iPhones, iPads, Android-Geräte und iPods. Besonders praktisch ist, dass man die Daten auch schnell bearbeiten oder löschen kann. Sollen nur Daten gelöscht werden, nutzt man am besten die Löschen-Funktion. Hier können alle Dateien wie Fotos, Nachrichten, Kontakte, Notizen und sogar Daten wie Safari-Lesezeichen gelöscht werden. Mit der Switch-Funktion können Daten direkt zwischen iOS und iOS oder iOS und Android kopiert werden. Dazu müssen nur beide Geräte mit dem Mac verbunden werden, die Daten zum Kopieren ausgewählt werden und fertig. Möchte man sich nicht nur auf das iCloud-Backup verlassen, kann man auch mit Dr. Phone ein Backup machen. Zu den Daten, die gespeichert werden, zählen nicht nur Dokumente wie Fotos, sondern auch App-Daten wie WhatsApp-Verläufe und so weiter. Das Backup kann dann natürlich auch wieder auf das Gerät geladen werden. Hierbei hat man die Möglichkeit auszuwählen, welche Daten auf das iPhone geladen werden sollen. Auch ein bereits vorhandenes iTunes oder iCloud Backup kann man mit der App auf das iPhone laden. Auch hier hat man wieder die Möglichkeit, die Dateien vorher anzuschauen und auszuwählen, was kopiert werden soll und was nicht. Sollte ein Backup nicht mehr helfen, da das iPhone festhängt, dann hilft vielleicht die Reparieren-Funktion. Zahlreiche iOS-Fehler können so schnell behoben werden. Insgesamt ist Dr. Phone von Wondershare also ein vielseitiges Tool rund um das iPhone, iPad und Android-Gerät. Der einzige Nachteil ist der Preis. Ihr könnt das Ganze aber 30 Tage lang kostenlos testen. Ein Link befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.